Evaluation in der Personalentwicklung, erklärt von Eva Lehr. Eine besondere Bedeutung kommt der Evaluation in der Personalentwicklung zu. Denn im Vergleich zu klassischen Programmevaluationen ist sie in der Personalentwicklung meist greifbar und der Nutzen damit offensichtlicher. Die Zielsetzung hierbei ist es, zu ermitteln, wie erfolgreich einzelne Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt wurden und wie diese möglicherweise verbessert werden können. Die Evaluation in der Personalentwicklung ist dadurch ein elementarer Bestandteil des Bildungscontrollings und liefert die nötigen Daten dafür. Bei der Evaluation in der Personalentwicklung wird in zwei Möglichkeiten unterschieden: a. formativ und b. summativ. Das formative Vorgehen findet während der Maßnahmen statt und verändert diese direkt. Die summative Vorgehensweise bewertet die Maßnahme hingegen erst am Ende. Verdeutlicht werden kann dies sehr anschaulich an dem Beispiel eines Kochs, der eine Suppe kostet und noch nachsalzen kann, formativ, oder dem Gast, der diese Bewertung abschließend vornimmt, summativ. Um den Nutzen einer Evaluation zu steigern, empfiehlt es sich, für die Praxis beide Verfahren zu kombinieren. Der Erfolg ist meist nur nach einer angemessenen Transferzeit beurteilbar. Die summative Evaluation empfiehlt sich, wenn man beurteilen möchte, ob die gleiche Maßnahme nochmal in der Personalentwicklung umgesetzt werden soll. Allerdings wird hierbei die Möglichkeit eingeschränkt, direkt in den Lerntransfer einzugreifen. Es empfiehlt sich in diesem Fall, die formative Evaluation durchzuführen. Für Sie gilt es, schneller Daten zu liefern und bereits während des Trainings oder direkt danach mit der Evaluation zu beginnen.